Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Heavy Rain. Okay, dann schauen wir mal. Angekommen sind wir schon mal. Ein Kind. Dann, ja, sagen wir, klopfen mal. Keine Antwort, ein Babyschrei drin, kein guter Anfang. Mhm. Okay, vielleicht finden wir noch einen anderen Eingang. Wir hier irgendwas haben. Ja, ich weiß, wird das ungemütlich. Das Auto ist auch länger nicht mehr benutzt worden. Mrs. Bowles. Keinen wieder zu interessieren. Oh mein Gott. Moment. Okay, dann. Jemand da? Gucken wir uns vielleicht mal um das Baby. Hallo, kleiner Engel. Na? Suchst du deine Mama? So, was haben wir denn noch? Zumindest mal eine Wiege da. Mrs. Bolt! Mrs. Bolt, sind Sie da? Na komm. Mrs. Bowles! Mrs. Bowles, hören Sie mich! Aufwachen! Aufwachen! So, na komm. Alarm bitte. Ja, ich glaube, wir legen sie erstmal aufs Bett. Ich rufe den Notarzt. Nein, ich will nicht ins Krankenhaus, bitte. Okay. Haben Sie was zum Verbinden da? Ja, ich glaube schon. Okay, nicht bewegen. Bin sofort da. Okay. Dann ja, wahrscheinlich da drin. Mal sehen. Ich brauche das. Und das. Und das. Sehr schön. Dann gehen wir nochmal zurück. Ich bin da, Susan. Alles wird gut. Ich passe auf Sie auf. Bleiben Sie wach, Susan. Susan, hören Sie mich? Susan, bleiben Sie wach? Können Sie mich hören? Wach bleiben. Okay, gut. Nochmal. Mehr kann ich nicht tun. Das sollte reichen.
Zum Glück sind die Wunden nicht tief. Hey, wie geht es Ihnen? Okay. Mein Baby braucht mich. Gut. Sie bleiben da. Ich schau nach dem Baby. Okay? Kennen Sie das? Mit dem Baby? Ich bin Detektiv. Ich kann alles. Natürlich. Sie heißt Emily. Okay. Okay, dann schauen wir mal. Hm, könnt noch Bier dem Baby füttern. Dann waschen wir die Hände. Bevor wir uns an das Baby machen. Hallo, Emily. So, was haben wir denn für ein Problem, hm? Oh, ich glaube, ich weiß, was es ist. Okay. Wie ging das nochmal? Hm? So, dann wechseln wir mal eine Runde. Mensch. Na bitte, alles wieder frisch. Das ist besser. Stimmt's, Emily? Hey, was ist los? Wir hatten das doch im Griff. Wahrscheinlich hast du Durst, beziehungsweise Hunger. Oder beides zusammen. Komm. Na, die Bierflasche wäre halt näher gewesen. Ich mach das Ding mal lieber warm. Sehr gut. Oh, Emily, hast du Hunger? Hm? Warte. Ich halte das Fläschchen ein bisschen schräger, dann kannst du trinken. So, bitteschön. Komm. Alles raus aus dem Schläuchen. Sehr gut, Emily. Hm? Geht's dir jetzt gut, ja? Ja? So. Ich werde dich jetzt ein bisschen hin und her wiegen und du kannst ein schönes Nickerchen machen, okay? Okay. Na dann. So, ich glaube, das wäre dann erledigt. Gucken, wie es dir jetzt so geht.
Danke für die Hilfe mit dem Baby. Ich wollte sie nicht verlassen. Ich konnte einfach nicht mehr. Sonny, bleib sitzen. Danke. Ohne Jeremy hier. Er war so ein guter Junge. Ich verstehe nicht, wie man ihm wehtun konnte. Kümmern Sie sich denn ganz allein um das Kind? Lebt Jeremys Vater nicht mehr bei Ihnen? Er verschwand. Ein Tag nach Jeremy. Ich weiß nicht, was mit ihm ist. Vielleicht hat er es nicht verkraftet. Seitdem kümmere ich mich alleine um Emily. Ich konnte es nicht mehr. Verstehe. Hat Ihr Mann noch etwas gesagt, bevor er ging? Hat er eine Nachricht hinterlassen? Nein. Er sagte kein Wort, als er ging. Da war dieses Handy. Ein Handy? Ja, ich fand ein Handy in seiner Kommode. Es war sicher nicht seins. Ich hab's nie vorher gesehen. Ich wollte es einschalten, aber es ging nicht. Haben Sie es noch? Es ist in der Schublade. Im Wohnzimmer. Sie können es haben, wenn Sie wollen. Sie können sicher mehr damit anfangen als ich. Haben Sie Familie oder jemand, der Ihnen hilft? Ja. Meine Mutter. Ich wollte sie um nichts mehr bitten. Wir kommen nicht gut klar. Aber ich habe wohl keine Wahl. Passen Sie auf sich auf. Und auf Emily. Mache ich. Versprochen. Ja, sehr gut. Okay, dann schauen wir mal, ob wir das Handy finden. Naja, guck mal. Gut, Kind schläft. Sehr schön. Ja, ich glaube, dann haben wir hier alles. Zeit zu verschwinden. Okay. Dann, ja. Du kannst doch bestimmt weiterhelfen. Entschuldigen Sie? Hey! Oh! Sorry, war beschäftigt. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ich möchte mein Auto.
Hey, Sie haben vielleicht eine Geduld. Das Auto ist seit 2 Jahren hier. Sind jeden Monat mal gefahren, haben Reifen und Batterie gecheckt, genau wie Sie es gesagt haben. Hier, drittes Tiefgeschoss. Den Fahrstuhl finden Sie am Ende der Werkstatt. Alles klar. Danke. Einen schönen Tag noch, Meister. Na dann. Na gut, er hat wahrscheinlich Zentralverriegelung. Ich glaube, sonst ist es ein bisschen schwierig, das Auto rauszufinden. Mustang. Oder was Ähnliches zumindest. Das war links. Ah, da hinten, okay. Alles klar, gucken wir es. Ja, geht so, muss ich sagen. Oh, wohl im Vergleich zu den anderen. Sieht nicht schlecht aus. So, ja. Das Interessante, wie mir scheint. Nur mal aussteigen. Ah ne, wir können in die Taschen gucken. Okay, da ist wohl auch nichts. Ah, okay. Praktisch, dann schau mal, was es ist. Ihr Ziel liegt 4 Meilen entfernt. Hinter dem Parkplatz die erste rechts abbiegen. Gut, dann fahren wir mal los. Haben Ihr Ziel erreicht. Haben Sie genug Mut, Ihren Sohn zu retten? Hören Sie genau zu. Fahren Sie auf dem Highway 5 Meilen gegen die Fahrtrichtung. Wenn Sie in 5 Minuten das Ziel nicht erreicht haben, haben Sie versagt. Okay. Ich schaffe das. Ich tue alles, um meinen Sohn zu retten. Wenn ich es schaffe, habe ich mehr Buchstaben für das Rätsel. Eine einzige Spur. Es gibt kein Zurück. Ja, das wird schon werden. Fünf Meilen über den Highway im Gegenverkehr. Bin ich bereit, das Risiko einzugehen, um meinen Sohn zu retten? Ich muss es tun für Sean. Ich habe keine Wahl. Thank you.
nicht mehr ran. 4 Meilen haben Sie Ihr Ziel erreicht. Ich hab doch... Ich muss doch... Ja, ja, es... Ist okay. Mal gucken, wo du gespeichert hast. Ich nehme die ganze Zeit den falschen Trigger. So, das würde ich dann doch ganz gerne mal hinkriegen. Ich sehe allerdings auch gerade die Zeit. Der Folge ist vorbei. Von daher bedanke ich mal fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut. Und ciao, ciao.